Liebe Frau Senatorin Breitenbach, liebe Gäste, herzlich willkommen zur heutigen Digitalkonferenz zu einem Thema, das uns alle beschäftigt. Gute Arbeit in Zeiten der Digitalisierung. Der Strukturwandel durch Digitalisierung erfolgt unaufhaltsam in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Großstädte wie Berlin sind der Motor dieser Entwicklung. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch einmal erheblich verstärkt. Wir erleben, wie digitale Kommunikation und Arbeit in Corona-Zeiten in rasantem Tempo an Bedeutung gewonnen hat. Hunderttausende Menschen sind von heute auf morgen ins Homeoffice gegangen und mussten vieles neu erproben. Deutlich wurden die Chancen und Vorteile. Kommunikationsplattformen, soziale Netzwerke, kommerzielle Plattformen zur Vermittlung von Dienstleistungen und nicht zuletzt der Online-Versandhandel sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Dank der vielen Lieferservices und vielfältigen Dienstleistungen können wir von zu Hause aus Leistungen per Mausklick bestellen und in Empfang nehmen. Dabei gewinnen digitale Plattformen immer mehr an Bedeutung in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und in der Arbeitswelt. Sie stellen insbesondere Städte vor neue Herausforderungen. Wir spüren die Vorteile, aber wir merken auch ganz genau, wo wir noch deutlich nachlegen müssen. Bei der digitalen Infrastruktur, Ausstattung und Technik, aber auch bei der Regelung von Arbeitnehmerrechten. Der Fokus der Konferenz widmet sich dem wichtigen Bereich der Arbeitswelt und der Frage, wie für Beschäftigte in der Plattformökonomie gute Arbeit gestaltet werden kann. Die Arbeits- und Dienstleistungen werden in der Regel von Selbstständigen auch außerhalb eines betrieblichen Beschäftigungsverhältnisses erbracht und damit außerhalb des Arbeitsrechts. Das bietet den Vorteil von hoher Flexibilität und des leichteren Zugangs zur Arbeit. Die Herausforderung ist es, das Recht auf gute Arbeit der Erwerbstätigen auf Plattformen zu wahren. Gute Arbeit heißt, dass unabhängig von arbeitsrechtlichem Status für eine ausreichende Sicherheit der Arbeitstätigkeit gesorgt wird, sowie für faire Bezahlung, soziale Absicherung, gute und menschengerechte Arbeitsbedingungen und für Möglichkeiten zum Aufstieg und natürlich zur Weiterbildung. Besonders die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie vorteilhaft, aber auch prekär die Situation für Plattformbeschäftigte sein kann. Während die Nachfrage nach Lieferdiensten stark anstieg, sind andere Tätigkeiten, wie etwa in der Pflege und Reinigung, kurzfristig weggefallen oder bargen ein zu hohes Risiko. Auch bei den Lieferdiensten mussten Hygienestandards neu verhandelt werden. Berlin hat mit seinem Hilfsprogramm Soforthilfe Corona für Selbstständige und Solo-Selbstständige einen Beitrag dazu geleistet, den kurzfristigen negativen Folgen der Corona-Pandemie entgegenzuwirken. Lassen Sie uns die enormen Chancen für Beschäftigte und Unternehmen nutzen, die die Plattformökonomie bietet, und gleichzeitig angemessene Lösungen finden, die dem Schutzbedarf der Beschäftigten gerecht werden. Wir sollten uns vom Grundsatz der guten Arbeit leiten lassen und gleichzeitig wollen wir uns der neuen Arbeitsrealität öffnen. Dabei wollen wir unseren Blick weiten nach Europa und darüber hinaus. Meine Damen und Herren, es erwartet Sie eine spannende Konferenz mit vielen wichtigen Themen. Ich wünsche Ihnen einen guten digitalen Austausch und viele Antworten auf Ihre Fragen.